2015 untersuchten Wissenschaftler bei Marathonwettkämpfern die Darmzusammensetzung bzw. auf die bestehenden Bakterienstämme, ja, vor und nach dem Wettkampf. Übrigens, die Zusammensetzung deiner Darmbakterien hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Eine sehr, sehr interessante Studie konnte zeigen, dass Menschen, die im selben Haushalt leben, dieselbe Küche, dasselbe Bad nutzen, sehr, sehr ähnliche, ja, Bakterienstämme aufwiesen. Das heißt, die Darmfloren sich aneinander ähnelten und die, die an dementsprechend zugezogen sind, ebenfalls dieses Muster entwickelten. Das heißt, die Darmflora hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Dann wurden Proben von Marathonläufern dementsprechend genommen, 5 Tage vor dem Marathon und 5 Tage nach dem Marathon, aber täglich. Ja. Zu sehen war, dass Vilonella-Bakterien, ja, die waren, die sich am meisten unterschieden haben. Das sehen wir hier zum Beispiel, ja, bei -1, das ist ein Tag vor dem Wettkampf, und dann halt bei +1, ja, ein Tag nach dem Wettkampf, sehen wir, dass die Balken, ja, viel, viel höher sind in den verschiedenen Subjekten, die getestet worden sind, ja, in den verschiedenen Marathonläufern. Jetzt haben die Wissenschaftler sich gefragt, ist das Zufall oder gibt es eine Kausalität, die diesbezüglich hergestellt werden können? Also machte man Tierversuche mit Säugetieren. 16 Säugetiere, die einen haben Vilonella bekommen und die anderen haben Lactobacillus bulgaricus bekommen, 2 verschiedene Bakterienstämme. Die Vermutung lag, dass die Vilonella eben das Laktat, das heißt, das ist der Ester der Milchsäure, ja, besser abbauen können. So, nochmal ganz kurz, was heißt Laktat? Also Laktat bildet dein Körper unter anderem auch selbst. Und zwar in dem Fall, wenn du zum Beispiel läufst. Ja, du läufst und läufst und läufst und irgendwann merkst du, du kannst nicht mehr, dein Muskel brennt. Das heißt, du kannst nicht so viel Sauerstoff einatmen, wie du eigentlich benötigst. Ja, du atmest halt, damit du Glucose verstoffwechseln kannst. Wie du eigentlich benötigst. Das heißt, dein Körper wechselt einmal den Weg und bildet dementsprechend Laktat. Ja, das bietet deinem Körper 16 mal weniger Energie, zwar später, aber immer noch besser als nicht. Das ist übrigens auch der Weg, den Krebs nimmt. Er vergärt den Zucker. Ja? Weil deshalb braucht der Zucker natürlich auch, der Krebs auch viel mehr Zucker und hat viel, viel, viel mehr Zuckerrezeptoren, damit er auf die gleiche Menge dann dementsprechend kommt wie deine körpereigenen Zellen. Habe ich aber alles schon in meinem Krebsvideo damals erklärt. Nur damit ihr mal wisst, wie das Laktat überhaupt dann dementsprechend entsteht. So, und tatsächlich, Säugetiere zeigten eine bessere Ausdauer, die Vilonella bekommen haben, anstatt Bulgaricus. Ja, das sehen wir hier. Und zum ersten Mal in der Geschichte, in der Wissenschaft, konnte ein Zusammenhang zwischen einem Bakterium und einer Leistungssteigerung einhergehen. Ja? Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes hier an dieser Stelle. Diese Studie ist wirklich brandaktuell, die ist ein paar Tage alt, ja. Man sieht auch immer mehr, also 13% Leistungssteigerung sehen wir hier, ja. Und man sieht immer mehr, wie wichtig doch das Darmbakterium dann dementsprechend ist, ja. Und wie am Anfang wir eigentlich noch dessen sind, dessen Verstand. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Aber ich habe diesbezüglich sehr viele Videos letzte Zeit gemacht. Ich hoffe, ihr alle schauen auf meinen Kanal regelmäßig, dann eure Gesundheit natürlich auch vorantreiben. Auch die Entzündungsmediatoren, Interleukine, IL-6, ja, dementsprechend hier niedriger in der Vilonella-Gruppe als in der Bulgaricus-Gruppe. Das heißt, auch die Entzündungsmarker sind ebenfalls nach unten gegangen. Ja? Und dann hat man endlich herausgefunden, dass die Vilonella-Bakterien, ja, Propionat, das heißt kurzkettige Fettsäuren bilden, ja, aus dem Laktat, über den Methylmanyl-CoA-Weg. Den sehen wir hier einmal abgebildet, ziemlich kompliziert. Müssen wir gar nicht so genau drauf angehen. Ja? Aber wichtig ist, diese dient als Energielieferant. Wusstet ihr, dass sie bereits 10%, je nachdem wie deine Ernährung natürlich auch ist, ja, bis zu 10% deiner Energie, deiner täglichen Kalorien, ja, bekommst durch deine Darmbakterien, die kurzkettige Fettsäuren zur Verfügung stellen dir. Ja? Und das macht dann eben diese kurzkettige Fettsäuren, Propionat, dieses Vilonella. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Jetzt hat man getestet, okay, aber das können doch irgendwie alle Bakterien machen. Also hat man mal so ziemlich alle Bakterien, mal die entscheidendsten, aufgeführt und hat sie untersucht, ja, inwieweit sie fähig sind, diese kurzkettigen Fettsäuren alleine selbstständig zu produzieren. Und wir sehen hier, ne, weil da braucht man Enzyme und bestimmte Mittel, um diese eigenständig zu diesen ganzen Weg, den ich hier einmal eingeblendet habe, ja, den sehen wir nochmal hier, ja,
eigenständig vollziehen zu können. Und nur Vailonella war in der Lage, diesen Weg alleinständig, ohne Hilfe, Zuhilfe anderen Bakterien und so weiter, zu bewerkstelligen. Ja? Es ist ja auch immer sehr, sehr schwierig, wenn du ein Bakterium hast, der das zur Hälfte kann, du brauchst aber noch ein anderes, was es auch dann den anderen Weg bis zur Hälfte durchführt. Aber wenn das eine sehr, sehr wenig bei dir im Körper vorkommt, dann hast du halt einfach ein Problem und deine ganze Energiezufuhr ist dann dementsprechend nicht mehr so optimal. Ja? Also, ne, wie wir nochmal sehen hier, der violette Pfad ist komplett durchgängig, ja, bei Vailonella. Ansonsten, der orange Pfad ist immer ein begrenzender Faktor in den bestimmten Bakterien, hier nochmal zu sehen in der Abbildung, ja. Und nur Vailonella hat den komplett lilanen Pfad ohne Mängel. Interessant ist hier nochmal aufgeführt, ja, das Vailonella zu dem Bulgaricus-Bakterium, wie viel kurzkettige Fettsäuren, das heißt Propionat und Butyrate, es eigentlich wirklich bildet. Nochmal kurzer Exkurs, kurzkettige Fettsäuren sind wirklich essentiell für unsere Darmgesundheit, denn das sind Säuren, die dementsprechend den pH-Wert erniedrigen. Erhöht der pH-Wert sich in deinem Darm, bist du anfälliger für Pathogenbildung, ja, und damit auch für Krankheiten und damit auch für Darmkrebs. Genau genommen helfen die Fettsäuren dieses Bakteriums, ja, mehr Energie für deine Muskeln zur Verfügung zu stellen und damit die Leistungssteigerung zu induzieren. Zusammenfassung: Vailonella ist ein Bakterium, welches komplett alleine Laktat in kurzkettige Fettsäuren umwandeln kann und dir damit zur Leistungssteigerung verhilft. Wichtig: Es wird durch die Ernährung nicht beeinflusst, denn es kann keine Kohlenhydrate fermentieren bzw. verstoffwechseln. Das heißt, man muss es durch regelmäßigen Sport und Entstehung von Laktat am Leben behalten und vor allen Dingen züchten. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel Sport machst, das heißt auch mal Sport machst, bis zum Brennen, bis Laktat wirklich entsteht, ja, dann wirst du diese Bakterien auch immer weiter füttern können. Und wie du weißt, ist dieses Bakterium alleine fähig, dir damit Energie zurückzugeben, ist nicht auf andere angewiesen. Das heißt, du arbeitest immer effizienter. Ja, weil wenn du 10 Mitarbeiter brauchst, um was zu schaffen, oder ein Mitarbeiter, der alles alleine kann, was würdest du nehmen als Unternehmer? Okay? Das heißt, du kannst deine Darmflora definitiv positiv beeinflussen und effizienter machen und damit ist die Kalorientheorie auch absolut hinfällig. Ja? Wenn du dazu ein Video wünschst, sehr, sehr gerne in die Kommentare nochmal, gib dem Video einen Daumen nach oben, damit ich es weiß, damit ich euch nochmal diesbezüglich aufkläre über die Kalorien. Lüge, weil viele Leute wissen ja, wie wenig Kalorien ich esse und ich bin nicht gerade schwach. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei für die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Daumen nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen und wichtig auf vitasomal.de vorbei. Schau mal in den liposomalen Supplements und wir haben auch Tees mit 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit, die liposomalen Supplements. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch da zu sehen und mich da zu unterstützen dabei bei meinem Projekt. Bis zum nächsten Mal. Ruf ihr gerne, wenn ihr mit sagt. Tschüss, bis auf vitasomal.de.